Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Tipps und Tricks mit mir im Gleich. Hier haben wir die nächste Roadtrip Challenge. Zerstöre Stoppschilder, während du das Outfit Catalyst benutzt. Und wenn wir da mal ganz kurz den Catalyst reinmachen. Da. Catalyst. Dann würde ich mal sagen, auf geht's. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, gibt ein paar Spots, wo es Stoppschilder gibt, definitiv. Wir haben in Paradise ein paar Stoppschilder. In Salty gibt es mittendrin Stoppschilder. Und in Pleasant gibt es, glaube ich, mit am meisten. Hier müsste es eine Reihe von Stoppschildern geben. Da sind auch schon die ersten Stoppschilder. Nummer 1. Ja, und jetzt geht die Jagd nach den Stoppschildern los. Da ist noch eins. Du blöd Horst. Salty. Dann hoffe ich, dass ich die drei Dinger kriege. So. Ja, Legs sind am Start. Oh mein Gott, die sind alle vor mir da. Das bedeutet, meine Chance, diese Stoppschilder zu bekommen, sind gleich null. Hier sind drei Stück normalerweise. Und ich krieg sie alle drei, so wie es aussieht. Nummer 1. Nummer 2. Und hier ist auch noch eins. Da haben wir jetzt schon mal drei Stück. Also Salty. Ein super Landing-Spot für diese Stoppschilder. Ich glaube, das waren dann auch alle hier. Ja. Ich springe jetzt aber trotzdem nochmal in Salty ab. In der Hoffnung, dass ich diese letzten Dinger da auch noch bekomme. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Ich hole mir jetzt hier noch die letzten drei Dinge. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und damit haben wir die Aufgabe geschafft. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Tipps und Tricks. Mit dem Englisch.